Komm, nimm mich auf. Jetzt nehmen wir dich auf. Er kann der Rupi. Jetzt kann der Joe kommen. Der Rupi kann reinkommen. Und der Joe auch. Und da. Da hockt er. Jesus und Gott. Und meine Blicke gehen gleich auf die Kiste. Erst einmal, hallo zu den User. Hallo zu unseren ganzen Zuschauer und User. Ja, wir sind ganz aufgeregt. Ja. Denn das, was da hinten liegt, das ist also das von einer gewissen Dame. Das ist von der gewissen. Moment, wie heißt sie, im Joso Bilder zeigt? Sie hat extra Bilder gemacht und geschickt. Muss man gleich mal Danke sagen, hat sie super schön gemacht. Baco Pedrosaurus oder Tyranno Pedrosaurus. Baco Pedrosaurus. Und heute bin ich im Taxi, wo ich drin bin. Das ist großartig. Also, das blende ein, das Petra, Bild. Petra, du bist. Wie soll man, es geht du bist Daumen und Zeh nach oben, du bist der Hammer. Wie wieder gut machen? Wie? Sie schreibt immer. Sie will nichts und sie hat Spaß an unseren Videos. Das ist schon mal großartig. Moment, jetzt müssen wir mal geschwind noch was sagen. Also, das Paket ist 44 cm lang, das ist richtig dick. Und da ist ein Kuchen drin. Und wir haben keine Ahnung, was ihr gesagt habt. Ist kein Apfelkuchen? Äpfeleskuchen ist nicht, sondern irgendwas. Und der Joe überlegt schon die ganze Zeit, was Kinder drin sei. Ist sie Linse? Und da hat er das Bild gesehen. Donauwelle. Blatt mit Donauwelle. Oder Linse, wir wissen es nicht. Auf dem einen Bild, wo ich im Taxi bin, das sieht aus wie eine Donauwelle. Das ist der Hammer. Ja, genau richtig. Könnte auch Schwarzwälder Kirschstückle sein, aber eher wie Donauwelle. KitchenAid, alles mit drauf. Ich guck da unten Hanne her, hast du dann Smiley drauf gemalt oder hat sie das gemacht? Nein, das ist tatsächlich von ihrer. Oh, warte mal. Hast du den noch gar nicht entdeckt? Doch, aber ich hab's noch nicht gezeigt, weil ich wieder, da steht drauf oben und Pfeil und alles. Ja, wir erzählen gleich noch was. Guck mal, da ist tatsächlich da ist das Smiley. Da ist das Smiley drauf, der Petra Smiley. Also Petra, du bist so der Hammer. Echt, der Hammer. Bubi, das ist ein luftiger Kuchen, der ist leicht. Ich finde das schwer. Ja. Also wo ich aus der Parkstation komme, ich fand war das schwer. Hanoi, oder ich hab noch nichts raus, aber... nichts raus. Oder sie ist schon was verdunstet. Das glaube ich. Da so viel Feuchtigkeit drin war. Bestimmt wieder super, super verpackt. Da weiß, wir müssen aber noch schön erzählen, weil das Unboxing und das Probieren... Hätte es halt fast nicht gegeben. Ja, ja. Weil der Joe hat mir heute Mittag schon angerufen und gesagt, oh, mir geht's gar nicht gut. Irgendwie geht's es halt nicht gut. Ich glaube, meine Chefin hat gemeint, ich bin wieder schuldig. Wieder? Guck mal. Vor zwei, drei Tagen haben wir 120 Grad geht in der Sonne. Ja. Vorhin war ich bei uns da drüben im Wald mit einem Fahrgast. Ja. Also ein Fahrgast, der hochgefahren. 700 Höhenmeter. Und ausgeschmissen. Guck auf meinen Außenthermometer, 3 Grad. Ja, es ist heftig. Eisiger Wind. Ist wieder eisig. Wie waren wir es vorhin dann? Ja, und noch schon noch haben wir angerufen, dann gesagt, schon, wie sieht es aus, dann kommst du, oh, das dauert noch Stunden, das, ne, und mit dem Mini. Und dann habe ich nochmal angerufen, Bluetooth-Messe das Wort, wo du nicht hören willst. Und dann hat er gesagt, oh, mir geht's eigentlich gar nicht gut. Und dann habe ich gesagt, schon, weißt du was, höre Gewalt, dann lämmer es halt. Richtig, aber. Dann friere es halt, dann pack es aus, ich guck schon mal nein, und ich friere es ein. Hast du gut gemeint mit mir? Ich mein's immer gut mit mir. Wir kennen uns ja über 33.000 Jahre. 50 Jahre. Und dann habe ich aber gesagt, Rubi, ich komm doch. Da kommt er doch. Wenn es jetzt ja wieder besser geht. Genau. Weil, ja, ich meine, hallo, das ist ein Petra-Kuchen. Der kann nicht warten. Der kann nicht warten. Und der kann nicht warten. Den müssen wir jetzt unbedingt probieren. Der hat ein bisschen... Ja, ja, das hat... Hen junge Leute auch. Ja, ich hab's nicht. Der Joe hat's. Nein, ich denke ganz zu viel über meine Gesundheit noch. Ja. Sei wie man ist. Na Petra, jetzt nimm mir mal dein... Aber du hörst dich gut. Oh, du siehst bombig wunderbar aus. Ja, super schön. Auch wenn du beim Rasieren geschnitten hast und da läuft schon wieder ein halber Liter Blut runter. Neu läuft. Aber das sieht immer so tragisch aus. Ganz harmlos. Tragisch. Schon, also, schon Rasierwasser drauf. Okay, dann... Ich soll's auspacken, ich muss aber halt um Kamera rumfassen. Gut, dann packe. Da kommt ein Saurierkuchen raus. Ja, das wäre. Oder weißt du, wir haben ja Ostern, wir sind ja kurz vor Ostern, vielleicht ist Osterlämmle drin. Ein riesen Osterhals. Also, ich sag's nochmal, ich finde das Ding schon sauschwer. Fangen wir mal auch rumzusehen. Warte mal, weil hier oben. Also müssen wir hier oben auch irgendwie öffnen, aber der Hanna an der Seite hat es reingeschoben. Deshalb, ich schneide.
Ich muss runtergehen mit der Kamera, damit die User das sehen. Ich muss das jetzt mit viel Gefühl. Du machst es mit viel Gefühl. Mit ganz viel Gefühl schneide ich es auf. Da guck, ganz zart fahre ich da in der Seite runter. Und da hat er auch, oh, Feelings. 22. Nothing more than Feelings. 202 Kilo. Nicht nur 1,8. Da mal drin. Da mal drin. Da ist noch mal was drin. Ach du liebe Zeit. Ja, nee. Sie hat es gut polstert. Da ist jetzt Zeitungspapier. Zeitungspapier ist noch so weiß ich. Jetzt tue ich mal die Karton halten. Zieh den mal noch hin ein bisschen weg. Das ist bloß Zeitung. Ist nichts drauf. Zieh mal ein bisschen. Aha, okay. Ach du großer Gott, was ist denn da noch alles drin? Die Frau ist verrückt. Was ist denn da noch drin? Positiv. Das ist die. Was ist denn, also das ist jetzt, ist das bloß Füllmaterial? No. Die User sehen es doch nicht. Ja, ja, ist etwas Blaues. Da ist schon noch mehr drin. Ja, Gott, Petra, was ist denn da noch alles drin? Ah, die Frau ist. Ach du lieber Gott, das ist ja schon. Was machen wir denn mit da ist ja. Was ist denn da? Und sie will nichts, das gibt's doch. Autorennbar. Das ist ja unfassbar. Was hat sie denn jetzt gemacht, die Frau? Ich seh, warte mal, da guck dir das mal an. Hat sie auch noch was gemalt? Warte mal, ich muss das Show filmen. Moment, ich lese mal vor, ich bin gerade ein bisschen. Warte mal, das holen wir gleich raus, vielleicht ist da ja Backwaren drin. Zu viel des Guten kann wundervoll sein. Backwaren Petra Saurus. Mit Herzele. Und mit Vollgas verschickt am 25.03.24. Er kann es nicht lassen, er muss nein fassen. Er muss nein lange. Moment, das muss ich jetzt mal nach oben klappen. Mein Gott, guck dir das an. Noch mehr Bilder. Noch mehr Bilder. Da ist noch mal ein Bild. Nein, das gibt's ja gar nicht. Oh, Fotopapierausdruck. Das ist Hochglanz. Ha, freilich. Das ist ja, warte mal, ich muss den User zeigen. Das ist ja der yes, Hammer. Ich scanne das Ei und blende es dann nochmal. Da ist ein Linser da drauf. Da ist ein Linser da drauf. Warte mal, ich mach's weg. Ich muss mal den Kleber wegmachen. Wir hängen kein Milchungkörper da, oder? Nee, hat der weder Schatzele, noch. Hat der Schatzele Milch? Oder? Nee. Weil ich bin der, welcher Linzer da rauskommt. Ja, das essen wir halt. Aber jetzt ist Petra. Also scanne Ei und du es nochmal. Das ist ja unfassbar gut. Ist weg. Guck dir das an. Also wenn die Kuchen alle drin sind, ja, alles richtig. Neu. Du hast schon mal eins drauf. Mach's weg. Ich hab schon was gesehen. Ja, mach's weg. Das ist doch nur geil. Du hast nochmal eins. Yes, das ist neu Hochglanzpapier. Warte mal, ich bin vorsichtig, oder mal. So viel ist ah, das ist mein Spruch. Guck dir das an. Taxi und der Joe filmt der Petra Ofisaurus. Allerdings hat sie Krawatte. Also Kuchen 24.3. mit Vollgas verschickt. So, alles klar. Ja, Wahnsinn. Ich scanne die Bilder ein. Was ist denn da noch drin? Das ist extra Fotopapier. Joe, da hat es noch mehr drin. Warte mal, was steht in der Hanne drauf? Ich hasse Leute, die mitten im Satz, oh, Kuchen. Ja, ganz genau so. Ganz genau so. Ah. Absolut. Wie war das bei den Simpsons? Hast du Simpsons gesehen? Ja, oft. Die Leute lassen sich immer ablenken. Oh, ein blaues Auto. Was? Okay. Ja, genau. Jetzt guckt er das mal an. Alles auf Hochglanzpapier ausdruckt. Hardcore-Saurier. Hier. Hardcore-Saurier. Ja, sehr geil. Lego-Din. Hatte ich alles AI? Oder KI, wie du sagst, künstliche Intelligenz. KI besser wie AI. Joe, das wird immer noch besser. Guck mal. Taxi Joe Saurus. Taxi Joe Saurus. Guck dir das an. Mit dem Köfferle. Da ist Mini drin. Ist Mini drin im Koffer? Da ist Mini drin, garantiert. Aber die tät Spelle her. Gott, ist das goldig. Ein Taxi. Pass auf, jetzt kommt das nächste. Was ihr da treibt. Hier ist ein Smiley drauf. Was kommt als nächstes? Oktoberfest mit 2 T. Wie geil ist das denn? Ferrari kann das jemand lesen? Taxichosaurus. Ja, ja. Da drehst du durch. Guck mal, ist das der Autonummer zufällig, was da drauf steht? Das ist klasse. Das ist ja der Hammer. Hast du je schon mal
Krawatt-Orchid? Krawatten, haben wir ja das letzte Mal drüber gesprochen. Krawatten-Chosaurus im Casino, okay? Ja, im Casino war ich. Ja, doch, deshalb liebe ich das. Bestimmt. Das ist doch nur geil. Seinerzeit in. Nur gut. Baden-Baden kann man ja sagen. Baden-Baden, natürlich, klaro. Aber ich hab nie was gewonnen, wenn ich ehrlich bin. No, ich hab kurz gewonnen und dann wieder zur Rolle. Ja, das, du gewinnst immer das erste Mal. Ja, und dann legst du bloß nur drauf. Also, ja, wie geil also, ist das denn, Mann? Hier, und. Und nochmal Krawatte Chosaurus. New Collection 2025. Sehr gut. Meine Güte. Also. So viel Mühe macht sich. Oder? Ich bin jetzt eigentlich. Das, weißt du, als ob es nicht schon lange dauert. Als ob es nicht schon lange denn. Ich hätte den Kuchen gereicht, aber neu. Ja, zumindest fand ich da überhaupt Kuchen drin, oder ist das bloß? Macht! Wenn das siehst, drehst du durch. Ich will es jetzt. Wenn das siehst, drehst du durch. Ja, aber bevor ich durchdrehe, da ist auch noch was drin. Ja. Also wenn das siehst, drehst du durch. Jetzt nehmen wir mal die Bildluftzeit, dass an die Bilder nichts draufkommt. Komm, jetzt mal die Bildluftzeit. Die nehmen wir da hin. Nein, der Joe ist ganz verrückt. Der Joe wird ganz verrückt. Jetzt hat er sich beruhigt, jetzt wird er schon verrückt. Jetzt muss ich wieder den Blutdruck messen. Ne? Der Joe ist ein Blutdruck-Junkie. Ja, den müssen wir noch runterkriegen. Von unbedingt, da müssten wir alle helfen. Petra, absoluter Wahnsinn. Also jetzt soll ich es wieder ziehen? Komm, ziehen. Ich drehe durch. Also wenn das lässt, drehst du durch. Lese. Wenn siehst, was da drin ist, flippst du aus. Komm. Zum Essen nichts zum Lesen. Komm, warte mal. Okay, ich hab's. Kannst ziehen. So, das sind Papierle, die kannst du gleich in die Kappel neiden. Da ist auch nichts drin. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Joe hat es noch nicht gesehen. Da, komm, tut Papierle weg. Tut Papierle weg. Komm, da kriegst du nochmal Papierle. So, Papierle. Und da kriegst du nochmal Papierle. Ich mach mal das da hinten weg. Oh mein Gott, Joe. Ist ja recht, wenn ich es auspacke, oder? Wir wollen es doch essen. Also Petra, ohne Scheiß, wir müssen uns doch irgendwie revanchieren. Irgendwie müssen wir doch da was, was nachkriegen. Das ist ja unfassbar. Warte mal, ich habe den Joe gar nicht drauf. War ich denn Bild? Joe, du drehst komplett durch. Ja, du hast doch gesagt, dreh durch, weil ich das sehe. Wurstkuchen 2.0. Unfassbar. Warte mal. Und nochmal Gummile drumherum. Hat sie jetzt einen sauerländischen Wurstkuchen gebacken oder einen Eifelwurstkuchen? Also so viele Gummis, ich hab mein ganzes Leben nicht braucht. So, pass auf. Wir machen das so. Das sind doch Donauwelle. Guck mal, was da drauf steht. Die ist doch vor. Oder? Und er sieht so gut aus. Er sieht erleuchtet. Aber Petra, ich muss dir doch die ganze Tuberschüssel wieder zurückschicken. Die fahren wir nur auf. Die überreichen wir persönlich. Das geht doch. Das muss ich doch also zurückschicken. Petra, Joe hat es immer noch nicht gesehen. Er dreht komplett durch. Unfassbar! Unfassbar, Joe! Warte, ich pack's auch gleich aus. Ich zeig's den User schon, die sehen's vor dir. Ist das schlimm? Nein! Na, was kommt denn jetzt noch raus? Guck dir das an! Jetzt mal ohne Scheiß, und da sind zwei Sachen drin. Also haben wir insgesamt drei Sachen, weil zwei sind. Ich hab noch nie so viele Gummis in meinem ganzen Leben umgekehrt. Die heben wir auf! Mit denen können wir Gummis. Was könnt ihr mit denen machen? So, Krampe schießen. Ja, Krampe. Oh mein Gott. Das kannst du in der Karton, du. Das ist übrigens. Das gefällt mir das. Ja, das ist toll. Das machen wir nicht kaputt. Da kommt es auch. Das ist verpackt. Schön, Karton, nein. Aus Polstermaterial. Jetzt pass auf, was da drin ist. Können wir schon schlafen. Mit Siegel. Das sehe ich jetzt schon durch. Mit Siegel. Da. Da steht, ich glaube, P, ne? Ach Gott, wie, da hat sie ein Ding drauf gemacht. Ich Ziegel, weiß gar nicht. Wie früher jetzt gucken wir, was da drauf steht. Sacherdings. Sachertorten. Ich dreh durch. Komm,
die sind alle Sachen. Oder? Ich drehe durch. Die echt in der die hat, jetzt versucht euch ja nochmal was drin. Warte mal, ich muss das mal aufmachen. Oh Gott, was für eine... Oh, das riecht aber gut. Es ist Hopi. Ja? War da Hopi gestanden? Ja. Ich habe keine Ahnung. Komm, ich drehe doch durch. Baumstamm à la Petra. Baumstammkuchen. Hoffe, er schmeckt noch. 21. Nee, Ruby und Joe soll das heißen. Ach, Ruby und Joe. Das ist J. R und J. Oh mein Gott. Er riecht schon wieder. Riecht schon wieder. Warte mal, riecht. Riech doch mal. Das riecht halt noch der Schokolade. Oh mein Gott. Das riecht doch mehr. Ja, oh, das ist ja... Soll ich da auch mal riechen? Jetzt sehen wir... Ja, machst du auf? Machst du auf? Oh Gott, riecht das gut. Das riecht ja unfassbar gut. Hä? Oh. Mir läuft schon alles zusammen. Wenn ich nicht ich lauf aus gerade. Ich will es bloß mal erwähnen. Rieche mal gleich noch. Es ist auf jeden Fall eine andere Linzer dort. Das ist keine typische Linzer dort. Das ist und das finde ich ja super die geil. Mega. Oh Gott, riecht das gut. Was fangen wir denn noch zu essen? Petra. Oh, mein Gott, ist da ist Marzipan drin. Mit Sicherheit, oder? Ein bisschen Marzipan. Da ist doch Marzipan drin. Und das ist bei... Und die Mandel riechen gut. Jesus, großer Gott im Himmel. Hoffe, der schmeckt nach was? Nach euch? Ich hoffe, er schmeckt nach euch. Hoffe, er schmeckt noch. Echt nach dir? Ja, nach mir? Nein! Komm, ich lese. Er schmeckt noch nicht. Doch. Ach, der Joe. Er ist so, er zieht kein Brill auf. Nee, er traut sich nicht, weil es im Eck rum war. Hier steht Baumstamm à la Petra, hoffe, der schmeckt noch. Smiley. Noch, der schmeckt noch. Der schmeckt noch, ja. Ja, was mache ich jetzt? Teller holen. Ich probiere alles. Teller stehen draußen, griffbereit mit Kuchengäbele. Ganz elegant. Müssen wir brauchen mal eine Kücherolle? Du, den scheiß Karton aus Kücherolle habe ich da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt überleg da mal. Du wärst heute nicht kommen. Das geht gar nicht. Das ist ja... Ich muss das nochmal zeigen. Also das ist also Petra, Linzer à la Petra, die unfassbar gut nach Marzipan riecht. Die Petra ist... Au! Die Frau du wolltest dir doch was fragen. Du wolltest dir was fragen? Petra, jetzt bist fällig. Jetzt kommt was. Wieso ist die fällig? Jetzt die schenkt uns da Sachen. Ja, jetzt ist sie... Das war doch schon... Ich habe gestern so gesagt, manchmal hast du gesagt, baust du ins das Gespräch. Das musst du selber fragen. Ich frage sie das mich nicht. Mich würde interessieren, was die Frau für Standzeichen hat. Mehr nicht. Busstand, sage ich dir mit Rezipien. Darf sie denn wissen, was du für eins hast? Ich bin Skorpion. Der Joe ist Skorpion. Ein verrücktes Skorpion. Skorpion sind... 19. November. Ganz speziell. Also Petra, ich bin der 19. November. Du musst uns nichts verraten. Bloß dein Standzeichen, die mich interessieren. Kannst du umschreiben? Vielleicht erraten wir es. Umschreiben? Sie kann eine AI machen, wo man raten kann. Sag doch dann KI. Das AI so, ist immer so. Das ist, sie sieht ja, das ist die Sache. Doch, das würde mich interessieren. Das ist ja der Hammer, Mann. Das ist der Hammer. Also, und das ist der Baumkuchen, den müssen wir ausfangen. Mit was so sollen wir denn anfangen? Ich bin so aufgeregt. Was sollen wir denn machen? Eine Baumkuchen zuerst. Wir steigen uns. Baumkuchen ist schon grandios. Weil ich nehme auch das vielleicht... Was denn? In dem Ort, was könnte der Höhepunkt vom Geschmack sein? Alles was, gibt's denn da, was gibt's denn da zu überlegen? Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Höhepunkt noch am anderen Mann. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. So, das war mein Unterhose. Die geht's von den Leuten. Das ist ja toll. Ist der Bus, da ist was anderes mit drin, nicht bloß Marzipan. Wie heißt denn das? Helfer mal. An Weihnachten wird's verarbeitet. Nicht Spekulatius. Mama. Hä? Nicht, hä? Ma Baker? Ich weiß, was du meinst. Ma. Mandel? Nee, ja. Marzipan? Nee, Maro. Parzipan? Parzipan! Parzipat. Parzival. Parzipan. Was ist ein Parzipan? Irgendwas? Was? Parzipan! Ich muss den Baumkuchen auspacken. Du bist doch der Bäckermann. Häng deine Nase zu tief rein, nicht, dass es noch Joe schmeckt. Parzipan, warte mal, ich muss das auspacken. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich noch filmen soll. Das ist er. Oh, der riecht aber gut. Riecht der gut? Ich riech's nicht. Ich hab's vor der Kamera. Warte mal. Lass mich das mal. Oh, mit der mit seiner dicken Nase. Da ist sogar extra noch Schokolade drumherum. Oh, das ist ja schon mal. Oh mein Gott. Wir würden morgen sterben an 12 Infarkte, aber das war es dann irgendwie wert, oder? Ist ja voll. Wie hat sie geschrieben auf dem Bild? Zu viel ist gut und ist wundervoll. Wie hat sie geschrieben auf dem Bild?
zu viel des Guten ist, ist wunderbar. Da ist schneid's doch mal. So, warte mal, halt, komm, ich muss, wir müssen das. Joe, du machst ein dünnes Stück. Du machst mir wieder da so, damit die User sehen. Ein dünnes Stück. Verschiedene Schichten und noch was riecht der Marzipan, oder? Bei dir war Marzipan dran. Oh Mann. Marzipan oder Parsipan. Reizüberflutung. Also, du schneidest mal runter. Das war immer ein dünnes Stück. Der Joe ist der Schneider. Ein dünnes Stückchen. Dünnes Stückchen. So, komm. Gib mir mal ein Tüchle bitte, Robi. Ein Tüchle. Da danke haben sie dir. Dicherl. So, ein Tüchle. Eigentlich sollte man ja Serviette nehmen. Draußen habe ich eine Serviette. Kann ich oder willst du Serviette? Schneid, aber mach mich nicht krank. Komm. Nicht so oft hin und her fahren. Einmal durch und gut. Ja, das ist wunderbar. Und Erbhaltsticke. Guck mal, das ist mein Stickel. Nein. Und das ist, guck da mal, das fehlt Dinger. Na, lass doch so. Ist doch aber gut. Joe, das ist so viel. Das ist doch gut. Jetzt haben wir drei, wir haben keinen dritten da. Dann kriegt der Schatz wieder eins. Ah, ich. Die braucht das? Nee, das kriegt die nicht. Das will ich. Der schlägt schon wieder. Der Schläger der Elende. Meine Güte, warte mal, das muss ich irgendwie für die Ewigkeit festhalten. Das müssen wir. Ich weiß noch gar nicht, was ich für ein Thumbnail mache. Ich weiß gar nichts mehr. Auf jeden Fall sieht das super, kein super gut aus. Was? Ich will nicht weiter, ich will Leibeisen. Give me time. Komm, lass mich rein. Das riecht so, das riecht so. Ich will Leibeisen. Also ist jetzt ein Baumkuchen oder was? Riecht du super. Und es riecht sogar schön feucht, oder? Oh, der Joe ist... Hä? Mm. Oh, ja, oder? Obi. Machst du der italienische Geste? Ja, ohne... Wir haben schon mal Baumkuchen getestet, oder was denkst du noch? Wir haben schon alles gegessen. Der gekaufte, das war ja... Das da eine. Jetzt probiere es. Petra, das ist ja... Boah. Obi. Ihr könnt mich reinlegen. Oh, keine nicht erwartet. Habe ich nicht erwartet. Oh, ist sau gut. Der schmeckt ja. Boah, Petra. Was? Schokolade? Also. Hat euch ja alles drin. Das schmeckt wie ein super, super elegante Marmorkuchen. Hanoi. Besser, aber. Nein, nicht Marmorkuchen. Das brauchst du nicht vergleichen. Das aber ist wie süß. Obi, nicht zu süß. Nicht zu süß. Also das schmeckt wie Baumkuchen, Ende. Aber jetzt super gut. Baumkuchen habe ich nicht so lecker in Erinnerung. Ah ja, aber wenn er lecker ist, dann schmeckt er so. Ja, aber wenn er schmeckt, dann schmeckt er so. Und da haben wir extra Kuchengäbele, ne? Also schmeckt super lecker. Mann. Oder? Von 5 Sternen kriegt sie 6. Also Glückwunsch an den Mann. Oh ja. Glückwunsch an den Mann. Oder? Der nimmt zwar wahrscheinlich ständig zu, aber egal. Wahrscheinlich musst du den rollen. Ja. Aber das ist schwer. Oh mein Gott. Petra, wahnsinnig lecker. Petra. Und es schmeckt richtig frisch. Baby. Ich habe nicht erwartet, dass der Baumkuchen so verdammt lecker ist. Der schmeckt doch, ein richtig guter Baumkuchen. Nee, habe ich nicht erwartet. Boah. Ja, ja gut, das ist schon eine ganz andere Form, aber toll. Ich habe Baumkuchen in Erinnerung so fad, so trocken, so komisch. Nein. Das ist alles so dünn. Und auch Kompliment an den... der Joe wieder... an den Schokoladguss. Super. Der ist nicht urknig. Alles, sei doch. Da ist nichts zu süß. Weil manche haben da den ekelhaften, die Glasur drüber, die mag ich gar nicht. Kannst du gerade beschreiben. Aber der ist verdammt lecker. Oder? Also Petra, wenn das jetzt genauso, was ich ja auch nicht, genauso uns bekauft. Das essen wir nur zum Film. Das machen wir nachher. Oder? Genau. Das kannst du gar nicht drunter schlingen. Das musst du genießen. Nein, das muss man genießen. Also das ist echt der Hammer. Mann, Peter. Irre. Absolute Burner. Weißt du nicht. Was könnte alles drin sein? Vor allem die viele Schichten. Ist ja der Hammer. Und das Marzipan, hey. Das helle Marzipan. Aber das Marzipan ist nicht so...
nicht zu das nicht so aufdringlich. Ja, genau. Ja, ja. Hm. Das ist mega dezent. Absolut super. Also, so ein Baumkuchen in meinem Leben noch kein gegessen. Wenn ich jetzt. Ich, also der ist super. Ist ja aller Petra. Das ist. Es tut mir leid, wenn ich schmatze, aber das ist ja unfassbar. Ja, ich stehe rum und du schmatzt, ich bin weiß doch. Jetzt schon. Also ich bin gerade im siebten Himmel, ohne Scheiße, ist ja der Wahnsinn. Das wie mir. Mein Gott. Oder? Das ist ja unfassbar gut. Den kannst du den ganzen Tag essen. Ja, alles super. Gott, ist das lecker. So, und jetzt? Machen wir mal das da hin. Irgendwie auf Zeit schütteln wir. Das auf Zeit? Und nehmen wir das auch noch dazu. Ist es schlimm, wenn auf dein Teller noch was kommt? Nein! Oder bist du auf Zeit? Hermit! Was jetzt? Also ich tät ja... Ich weiß es nicht, Sache. Zum Schluss? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ach, das war jetzt schon sehr gehaltvoll. Also sei mal die Beste, muss ich nachher das Stück mit heimnehmen. Weil ich schaffe mir nicht ganz. Du musst alles mit heim. Ach, du musst viel mit heimnehmen, ja logisch. Das ist so lecker. Mach das schön halbe morgen, halbe morgen noch, ja. Früh zum Frühstück mit Milch. Das darf man nicht schlingen. Nein, das muss man schön genießen. Also jetzt schneiden wir ein Stück Linse runter. Komm, das macht jetzt schneidest du. Oder? Schneid du. Was war das jetzt? Also, ich schneide aber nicht in der Tuberschüssel. Nein, nein. Ich muss es schön rausholen. Hol es, langs der Rohr. Oh, jetzt fällt es auseinander, ist egal. Das ist doch kein Problem, dann macht dann das ist egal. Ein gutes Zeichen. Und das ist alles nicht trocken. Das ist alles nicht trocken. Mach jeden Mal die Hälfte. Das ist fast. Wahnsinn. Am besten vielleicht so, dann hat jeder ein bisschen auf dem Rand. Ich mache es gerade so. Ja, so noch besser, genau. Oder? Perfekt, passt. Also, nimm doch gerade ein Stück mehr. Oh. Also das sieht ja grandios aus. Linse ist normalerweise Haselnuss. Ja, Linse. Und das ist aber, boah, ich finde es so geil. Das riecht schon so dermaßen gut, oder? Mm. Hä? Was ist denn die Creme? Himbeere? Das, ich muss erst probieren. Normal macht man ja Himbeergesellz drauf. Mm. Gigantisch. Also rieche tut's gigantisch. Bei unserem Bäcker, da war die Linzerstiefel immer buckelhart irgendwann. Buckelhart. Das ist total saftig. Mhm. Hm? Hm. Hm. Oh, ist auch super. Hammer. Der Teig, der ist ja sowas von... Ah, super. Von angenehm. Hm. Also... Aber das Gesellz kann ich jetzt nicht sagen. Himbeer. Ich trinke mal. Keine Ahnung. Kann sein. Johannisbeer. Keine Ahnung. Kann das nicht sagen. Ich lasse mir erstmal noch ein bisschen. Also es schmeckt auf jeden Fall super. Mm. 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 Vielleicht ist die Frage gelernte Bäckerin, man weiß es nicht, Konditorin. Also mit dem Sach hat sie Erfolg. Die hätte Erfolg. Also auf jeden Fall. Nicht trocken, gar nichts. Mm. Die Marzipan schmeckt aber nur wieder dezent. Ja, ja, das wenn welcher drin ist. Das riecht ihr sehr, ja, freilich ist drin. Oder passt. Oder halt Bittermantel, oder wie ja. Weiß ich mal. Mm. Das ist schon Himbeergesellz, mein, aber. Oder? Ja. Mm. Da war Johannisbeer sein. Ich weiß ja nicht, mit was dieser dort gemacht wird. Himbeer. Himbeer normalerweise. Original ist mit Himbeer. Ja, ich weiß, Hans Treible. Du weißt schon, was du meinst. Mm. Ich kann das echt nicht sagen. Das Kirsch. Ich kann das nicht sagen. Weiß ich nicht. Mm. Rubi. Aber ist sehr lecker. Die Mandel ist eine gute Idee. Die Mandel. Rundet es ab. Mm. Mm. Und was mir gefällt, der Boden ist schädigend. Hm? Das ist vor allem eine Droge. Ich hab mich schon vor lauter Gier.
Ja, da hat sie ja die Füllung bis runtergezogen. Das ist ihr Geheimnis. Was hat sie? Die Füllung geht mich ein Stück weiter runter. Raffiniert. Eine Butter wird drauf geschmiert, irgendwie hat sie dann Trick gemacht. Mhm. Naja, die Frau ist gut. Das hat sie nämlich runtergezogen in der Teig. Nein. Du bist so ein widerlicher Schleimscheißer. Hä? Guck doch mal da. Widerlich. Ja, halt, der hat sich halt ein bisschen gesetzt. Das hat sie nicht gesetzt, das hat sie so gebaut. Gesetzt hat sie's. Was wird sie so gebaut haben? Das hat sie so gemacht, extra für uns. Das tut mir leid. Ja, das ist so wellig. Ich weiß nicht, dass ich nicht alles wegfutter. Ja. Cool, also super, absolut super. Petra Fanclub. Wie kann man es so gut backen? Ohne Witz jetzt. Ohne Witz. Indem man gut backen kann. Boah. Ich hätte gar nichts noch kriegen. Ich hätte nicht einmal wahrscheinlich ein Ding noch kriegen. Wie nennt sich's? Ein Croissant. Croissant. Mhm. Ein Croissant einfach. Ich traf doch einen Knack im Bad, dann willst du es an. Ja, wo denn? Aber ich komme sitzen, aber. Nein, aber Respekt ist verdammt lecker. Mhm. Verdammt lecker. Mhm. Und mit Haar. Aber selbst können wir nicht sagen, was es ist. Wir können das nicht sagen. Ist ein Himbeer. Himbeer. Gerade hast du ja Johannisbeer. Ist doch jetzt egal, Hauptsache Bär. Also Hanfseite sind sie auf jeden Fall nett, meiner Meinung nach. Aber sau lecker. Echt, Mann. Ist der Hammer. Ist wirklich der Hammer. Das müsste. Kann aber ein Ding sein. Kann das. Also ich hab's schon. Die Preiselbeere sind es nicht. Oh Joe, es ist doch scheißegal. Es ist auf jeden Fall verdammt lecker. Mm. Vielleicht schreibt sie so einen Kommentar. Mm. Weißt du, ich hab zu wenig drauf geht. Du hast mehr wie ich. Das aber ich will jetzt eigentlich auch gar nichts mehr. Nee, weil das ist sonst echt. Es ist sehr habhaft. Ich kann der Hanne. Nee, ich schneide das nichts mehr runter. Mach doch. Das war jetzt sau lecker. Nee, nee, wir haben noch die Sache dort. Das ist echt habhaft. Mm. Das ist verdammt gut. Mm. Jetzt anderthalb Tage nichts gegessen, aber die, machen, nicht wirklich, gegessen die machen wirklich. Ne? Du hast zwei Schnitzel und ein bisschen Soße. Mm. So, jetzt packen wir die Sauter da ist. Also Petra, wirklich zweimal. Ja, das ist mega. Alle mega. Daumen nach oben. Mega. Boah, oder? Jetzt wird's heftig. Ja, oh, unser Schokoschenker aus Graz ist ja nicht einmal zufrieden mit der Sache. Vom Sacher. Echt jetzt? Nee, er sagt, die ist ihm zu trocken. Oh. Ja, die kannst du ja bestellen, die kostet über 50 Euro, aber er sagt, oh, ich weiß nicht, ist mir zu trocken. Und er hat ja einen verdammt guten Geschmack. Also das die Zotter-Schokolade war ja. Genial. Also ohne Scheiß, wenn du mal Zotter gegessen hast, das keine Male mehr. Da ist keine Male mehr. Das muss man mal sagen. So. Und er, wenn er sagt, dass die Sache ihm zu trocken ist, dann ist das zu trocken. Jetzt bin ich gespannt. R und J, Sachertorte. Das ist ja der absolute Oberknaller. Ist da euch aufgefallen, dass da so Glitzer drauf ist? Ja. Habe ich schon mal geguckt. Petra ist schon der Hammer, oder? So, jetzt müssen wir mal ganz schnell daheim herlegen. Jetzt müssen wir das mal ganz super filmen. Ich muss die Kamera noch runter machen, die ist noch oben. Mm, das ist Schokolade drauf. Mm. Oh, mm. Warte mal. Das kriege ich gar nicht richtig drauf. Zu groß. Das ist. Die Torte ist zu groß. Es ist ja absolut fantastisch. Ich schneide es einfach mal durch, oder? Also Hälfte schaffe ich aber nicht, Rubi. Nein, ich schneide ein Stück runter, aber ich schneide es jetzt einfach mal, soll es vom Rand her wegschneiden. Ja. Aber ich mache lieber die Hälfte, weil dann kriegt jeder dann die Hälfte, dann hat jeder einen Rand, weißt du, was ich meine? Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Macht Hälfte? Ich schneide jetzt einfach mal ein Stückle, zwei Stückle.
Ja, ja, das ist MIDI. Da schneide ich jetzt mal durch, mal gucken, wie es geht. Oh, da kommt was raus. Kommt das raus? Da kommt was raus, Orange Cells. Warte mal, ich muss die User mal. Oh mein Gott, das sieht ja schon gut aus. Warte mal, ich zeig's dir. Sieht das gut aus? Oh! Ich dreh's mal. Das sieht ja schon absolut edel aus, oder? Was ist denn das, was du rausquillt? Wahrscheinlich orange Konfitüre. Du reißt zusammen. Was ist los? Ich mach's mal so, ja, eben so Finger so. Deutsch R, das ist meins. Ganz vorsichtig. Mach's mir das auch so schön? Ja, natürlich noch schöner. Das ist das mit dem J. So, sag mal, wie dick? Bisschen weniger. So? So, ja, so ist perfekt. Ich bin so gespannt. So. Jetzt kommen meine Finger, ne? Ja, ja. So. Boah. Wow. Hä? Riecht das gut? Riecht es bei mir? Ich muss noch riechen. Riecht das gut? Ich muss noch riechen. Mama Mia. Ich muss nicht, wo es riecht. Ich muss, oh, muss. Das riecht herrlich schokoladig. Herrlich schokoladig riecht es. Also die Schokolade machst du schon. Hast du probiert? Ubi. Hast du probiert? Warte mal, ich muss. Mei. Zeig's mir mal. Das ist aber schon gefährlich. Also gefährlich gut. Das ist aber, da besteht Suchtpotenzial. Die ganz Petra ist gefährlich. Mein lieber Mann. Ultra lecker, da leckst du ja jeden einzelnen Finger. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow! Petra! Also. Boah. Die ist unserem Herr Zöttler Kandidat genau auch richtig. Da ist aber gar nichts trocken. Der Chef Teddy. Der Chef Teddy. Ja, da kommt der. Oh. Die ist nicht trocken. Nee. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Schokolade. Also eine feine Schokolade. So wollte Teig. Jetzt muss ich doch mal das Ohr drücken. Ei, oh mei. Also Ruby. Mann, ich weiß zwar nicht, was die Füllung genau sein soll. Ist es Aprikos? Nein, es müsste eigentlich orange sein. Hm? Original ist, glaube ich, mit Orange. Das schmeckt auch super frisch. Das schmeckt ein bisschen wie Erfrischungsstäble. Also ja. Die sagen Orange, weil die gibt es ja mit Orange und Zitronen. Ja, ja. Und mit dem Schokolade zusammenkommt das schon cool. Mega. Das will nur mein Linzer kriegen in dem Leben, boah, das ist ja alle Ding. Ein Linzer und eine Sache. Ja, das muss orange sein. Also, unser, wie heißt er? Also besser der keine Sache. Mann aus Wien. Chef Teddy. Also, wenn er gerade zuguckt, ja. Die dem schmecken. Da gibt's nichts zu aussehen. Die dem schmecken mit Sicherheit. Meine Güte. Boah. Oder? Oder? Also, ich bin gerade selber. Petra, wir können das alles gerade leer essen, weil erstens ist es ein Genuss. Doch, man kann schon. Ja, aber das muss man echt genießen. Das muss man genießen. Ja. Das Stück haben wir noch drüber, wenn wir im Fernsehen gucken. Ich glaube, dass es morgen ist. Oder doch morgen. Also, jeder steht die Ruhe. Ich glaube, dass es morgen ist. Das ist also. Wow. Wirklich wow. Das darf man nicht runterschlingen. Meine Güte. Also das ist der Hammer. Auf der Zunge. Das ist der Hammer. Ihr habt schon lange nicht mehr so gute Sachen gegessen. Ja, oder? Bin ich dabei. Der Pfannkuchen nur die 1 mit Stern. Die Linse. Die Linse ist super. 1 mit Auszeichnung. Also. Oder? Petra. Du kannst da nichts bewerten. Also was mir weghaut, ist der Baumkuchen. Also Baumkuchen. Ja, wir haben alles drei weg. Es ist
Und dann die, ich glaube, wir haben genau die richtige Reihenfolge gekriegt. Also Wahnsinn. Ja, habe ich auch, oder? Wobei ich den Baumkuchen so nicht gedacht habe, dass er so gut ist. Ah, der ist irre gut. Weil ich sage, ich habe Baumkuchen so in Erinnerung so. Grandios. So grandios gut, boah. Die Frage ist der Hammer. Petra, wie kann man denn, was kann man denn da fragen? Gut, ich kann das nicht sagen. Ich hab's zurückgeschrieben per E-Mail. Wir haben ja eine gute Idee. Sag mal, was ich machen kann. Rubi, wir haben ja eine Idee. Du hast eine nette Idee gehabt, aber die kannst du mittlerweile. Kommen wir nicht dagegen auf. Obwohl, wir haben eine gute Idee gehabt. Wer verraten wir es nicht? Es war schon viel zu viel. Ah, das, dann, sie darf ein bisschen schon roten. Sie muss gar nicht roten, weil sie will ja nichts. Ich weiß, sie, ja, klar, sie muss. Und das finde ich alles sehr, 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 sehr edel, ja, sehr nobel. Jetzt? Und ich weiß das alles unfassbar zu schätzen. Ja, ich möchte es hier nochmal klar und aber deutlich sagen. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, Rubi, Petra. Schick die 3 Kuchen, komm, ich muss nochmal da herstellen. 3 Kuchen zum Probieren, das ist der Hammer. Also Petra, echt, das ist der Hammer. Das teilen wir noch besser. Eins besser wie es Anna. Du, ich kann ja eine Tuberschüssel mitnehmen, bring das wieder. Ja, ja, mit denen so Sophien, du brauchst was nicht bringen. Sie will's ja nicht. Ja, aber das tust du. Sie will's nicht. Was? Ja, ich drängel mit der Nahe nicht auf, weil... Ja, nein, no, schon klar, wenn sie es nicht... Ich, sie macht es ja wahrscheinlich gerne nicht. Ich akzeptiere das komplett, das ist ja okay, aber man kriegt ja echt ein schlechtes Gewissen. Weil das ist ja die pures Glück. Die darfst du mehr auswaschen. Das schneiden wir noch, das nehme ich mit. Da kommt denn der gleich alles rein. Alles da kriegst du größere Stückchen, du das reinsetzen. Ja, da steht da. Ne, warte mal, wo steht denn da? Da steht es also, schon, das ist größer. Warte mal, das schneide. Und da machst du das kleinere, das ist stickere. Stickere hat er, nein, ihr Hals ist mir egal. Freilich ist sticker. Er sieht es nicht, weil er keine Brille hat. Das ist schon auch ein Brille. Freilich ist sticker. Als OB stimmt. Ja, du brauchst mir nicht geben. Lass drin, ist in Ordnung. Aber weil dann neilig und sagst, wo ist dünnere? Mach da, du jetzt mehr. Du Lugebeitel. Mach. Elender. Mach mehr. Warte mal, ich sehe es nicht. Dort ist das du immer nein. Eben, alles nein. So, das Kleine, du immer nein. Das tue ich mir auch nein. Oh, Junge, 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 ist doch der Hammer. Soll ich da jetzt auch wieder so schräg schneiden? Mach da jetzt mal ein größeres. Nein, schneide jetzt ein größeres für dich. Nee. Mach mir das Kleine da hin. Nimm du das Große jetzt. Ausgleichende Gerechtigkeit. Guck, jetzt ist er zufrieden. Hanno, das ist ja auch nicht kleiner. Ja, nimm's. Das ist. Nimm's, dann habe ich das nächste Mal gesellt. Ein bisschen kleiner so. Ja, okay, alles klar. Wir brauchen ja nicht drum streiten. So leckere Sachen. Oh mein Gott. So. Also Petra, du bist wirklich der absolute Oberknaller. Ich kann mich hier nur wiederholen. Ich weiß, wie oft denn noch, aber ich kann mich da gar nicht oft genug bedanken, weil das einfach nicht selbstverständlich ist. Das ist so lieb, Mann. Sacherdings. A la Petra. Da. Bleib drauf. Ja, logisch bleibst drauf. Das nimmst du. Großartig. So, gleich zumachen. Boah, und die Schüssel soll ich welch behalten? Ah ja, sie hat es uns ja geschenkt. Und wenn sie sagt, oh, ich brauche sie wieder zurück, dann kriegt sie sofort. Sofort? Mit irgendwas drin. Wir fahren auf. Ich fahre nein, das will sie nicht, das ist vollkommen in Ordnung. Die Frau hat recht. Das ist so. Da bunte Bildle, ein Haufen Bildle. Ja, das ist ja unmöglich. Was die Frau. Die Bildle, du einscannen, du sie einblenden, dann kriegst du deine Taxibilder. Okay? Das riecht so gut. Also, so sieht's aus, Burg. Guck so das aus, so sieht's aus. Und zwei befriedigte Männer. Zwei befriedigte Männer, das ist der Hammer. Das ist dein. Junger Vater, und hier, da guckt er so. Bulliland ist pleite. Petra hat alle Gummis aufgekauft. Oder? Die können wir brauchen. Petra, jetzt fällt mir was ein. Jetzt was kommt? Weil sie hat mal versucht, Kombucha zu machen. Okay. Und es hat nicht geklappt. Okay. Petra, wenn du mal irgendwann nochmal Kombucha machen möchtest, dann schicke dir einen von uns. Dann schicke dir ein Scoby, ein schönes Scoby von uns. Und aus dem kannst du auch noch immer. Da kannst du Kombucha machen bis zum Umfallen. Das ist eine Idee. Weil wir haben jetzt ein paar. Das ist eine Idee, weil der Schatzele hat es doch schon gemacht. Wir machen, wir haben da, wir haben jetzt mittlerweile, ich müsste mal wieder ein Update-Video machen.
Wir haben jetzt mittlerweile, warte mal, was ist denn? 1, 2, 3, 4. Was ist denn? 3, 6, 9, 12 mal 2,7. 12 mal 2,7. Ach, das macht 24. 0,7, 3,1. 33,8. Dann haben wir 33,8 Liter im ständigen Umlauf. 33,8. Ne, wir haben immer drei Gläser, du musst immer einen Haufen Tee kochen. Mittlerweile nehmen wir bloß nur Schwarztee. Mhm. 100 Gramm Zucker. Ich hab verrechnet. Pro. Was so rum? 12 hast du gerade, gell? 2,7. 2,7 mal 12. Oder rechnen 2,8. 2,7. 3 mal 12 wäre 36. Jetzt guckt er mir auch wieder. Ja, ja, 3 mal 12 wäre 36. Ja, genau. Also 33. Und 32,4. Also 32,4 Liter haben wir am ständigen Umlauf. Und wir trinken das so viel. Ich trinke jeden Tag so viel Kombucha. Ich trinke eigentlich bloß noch Kombucha. Ich mische immer mit Wasser. Manchmal tue ich einen Schubser Cola mit rein. Das schmeckt so lecker. Ist es verdauungsfördernd? Ah ja, das reinigt den ganzen Darm, wenn du es pur trinkst, auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist großartig. Das ist gut. Ja, du kannst ja auch einen haben, dann machst du. Das ist ganz einfach. Du musst bloß ab und zu Schwarztee kochen, ganz normal Zucker. Der ganz braucht Zucker. Schwarztee. Und der Zucker und wird komplett fermentiert. Der wird genau. Den holt der Pilz, der Scoby holt den raus. Der Zucker ist da nicht mehr drin. Das hat keine Kalorien. Okay. Verstehst du? Okay. Der ist ein Hefepilz. Und der Hefepilz lebt von dem Zucker. Der lebt ja vom Zucker. Und dann lasst circa. Also lass mindestens 11 oder 12 Tage stehen, okay. Dann ist es komplett verstoffwechselt. Komplett. Und dann kannst du trinken, schmeckt saumäßig lecker. Und wir nehmen wenig Zucker, du kannst ja mehr Zucker nehmen, dann schmeckt es noch besser. Aber Kombucha ist so geil, ohne Scheiß. Also da ist man besser wieder gekauft, ja. Hajo, frisch ist immer besser. Siehste? Immer besser. Ich bringe jetzt mal die Teller raus. Ja, nein, wir machen jetzt Schluss. Ja, was will ich denn da noch machen? Du hast recht, wir machen Schluss. Nicht bitte voneinander. Ich mache es nicht. Nur zu unseren Zuschauern und vor allem zu. Lass doch die Teller einfach stehen. Stehen lassen. So, und jetzt kannst du deine Rede starten. Tschüss, wollte ich sagen. Zu den Zuschauern, zu der Petra. Und das werde ich gleich mal konfessieren. Ich bin so satt. Ich bin so das satt. Ich bin satt, aber ich das war. Muss man aber gerade jetzt. Ja. Also, ich habe nicht erwartet, von dem Baumkuchen habe ich nicht erwartet, dass er so, so lecker ist. Ah, der war ja schon habhaft. Der war schon habhaft und nahrhaft und lecker. Also. Und dann noch die Linse dort und dann noch die Sache dort. Also. Also, man muss sagen, noch Petras Baumkuchen nichts vornehmen. Am besten gleich Norlige. Du wirst die schönsten Träume haben, die es gibt. Du hast wahrscheinlich träumst von lauter. Du läufst durch den Wald und träumst alles von Baumkuchen. Und sind alles Bäume, wo du essen Baumkuchen. Von Baumkuchinnen, muss man ja heute sagen. Ja, und Baumkuchenbäume. Baumkuchenbäume, oh. Baumkuchenbäume. Ne? Ja, ja, logisch. Im Wald logisch. Der Baumkuchenbäume. Das wäre wieder was für ja. AI, ne? Das wäre was für KI. Ein Wald voller Baumkuchenbäume. Ein Wald voller Baumkuchen. Und einfach abbeißen kannst. So. Rubi, ich bin schon draußen, du machst dich. Oh, Petra, nochmal, zum tausendsten Mal und wirklich von Herzen kommend. Ja, wirklich. Er schwätzt halt einfach nein. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Grüß mir unbekannterweise deine Familie. Er klipft wieder den Stuhl hoch, der pottenhässlich ist und zusammenklebt, obwohl es mir schon 12 Milliarden Mal gesagt hat und so horcht er einem zu. Aber das Kreuz ist besser. Ja, du machst das so, machst es wieder kaputt. Du bist ein alter Mann geworden mittlerweile. Auf dich muss man aufpassen. Auf dich muss man aufpassen. Ja, der kommt bald nicht mehr aus dem Taxi raus, ist Tatsache. Er hat schon das Sitz ein bisschen. Deshalb hast du, wie heißt der Sitz in deinem Donnervogel? Pneumatischer Sitz, oder was? Orthopädische Sitze braucht er mittlerweile. Mal gespannt, bis er orthopädische Strümpfe auch hat. Jesus, Maria und Josef. Ja, ich bin älter wie er und bin so fit. Gott, ich bin so fit. Ja. Was wollt ihr sagen? Also nochmal danke. Petra. Bussele. Ganz, ganz dick. Ganz dicke Drücker. Ja, wenn er schon nicht sagt, ich sag's auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Das war echt ein Erlebnis. Und Genuss. Und überhaupt. Und tschüss. Ne? Tschüss, Petra. Tschüss an alle User. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt er wieder rein. So lecker. Doch, der Täter kommt immer zurück. Weißt du, wie es hier drin riecht?
Hier riecht es garantiert unfassbar gut. Wie eine Konfiserie. Definition Konfiserie. Hier ist die Definition von Konfiserie. Geschäft für Pralinen, Teegebäck aus eigener Herstellung. Tja, weiße Bescheid, Einstein. Konfiserie, oder? Das ist mir wahrscheinlich gar nicht. Ich geh jetzt raus. Der Täter kommt zurück. Ich kann nicht aufstehen. Dann bleib grad sitzen, ich geh über den Kopf. Ich bleib die ganze Nacht da. Ich komm da nicht mehr raus. Oh, yes. Nee, ich bin aber nicht, ich bin... Es ist angenehm. Aber genau, nicht wie wenn ich jetzt eine Tüte Gummibären gefuttert habe, dann bist du ja... Gummibär kannst du ja nicht vergleichen, Gummibären sind... Was habe ich früher Gummibärle gegessen? Heute gar nicht mehr. Ich auch nicht. Milchgeister, die sind noch lecker. Die kann man, und du die kennst ja nicht einmal Milchgeister. Doch, du kennst keine Milchgeister. Die hast du schon vorgeführt. Fröschle hast du früher Fröschle immer ab und zu gern gegessen. Aber da hast du so belegte Zähne leider noch. Was hast, warum hast du da belegte Zähne? Wegen Zucker, wo drin ist. Kann das sein, dass das von deinem vorhergegangenen Essen dann drin hast, den Belag? Von, die Fröschle macht doch keinen Belag. Doch, ganz schnell. Da rennst du dann wieder mit der Zahnbürste durch die Gegend. Richtig. Der Joe ist ganz arg mit den Zähnen. Okay. Was nimmst du denn immer noch für Mittel? Das ist der Stuhl schon draußen. Du willst nachknien, kommst aber nicht mehr hoch. Nein, Dr. Wolfs Biorepair. Dr. Wolfs Biorepair. Künstlichen Zahnschmelz drin. Muss ich mir jetzt dann auch. Heißt es so? Kann man das kaufen? Kann man kaufen. Dann sage, dass ich Biorepair habe. Oder wie heißt es? Es heißt jetzt anders. Heißt anders da. Wie heißt es jetzt? Die Steierbo, die kostet fast 7 Euro. Ich weiß. Junge. Alles mega teuer. Oder? So. So, wir machen wieder Licht aus. Zack. 1, 2. Und jetzt andere. Weißt du, die Jesus, war das geil, oder? Das war so geil. Das war super. Jesus, Gott im Himmel. Das müssen wir aber nicht in den Kühlschrank stellen. Das können wir schön eure Nacht hält. Nein, den brauchst du in den Kühlschrank stellen. Hauptsache, es wird eigentlich sollte man da auch ein bisschen Apfel reinlegen, dass feucht bleibt, wie bei den Bredle. Ein Apfel wäre nicht schlecht. Aber ihr esst also es gleich morgen. Ich esse jetzt nur einen Apfel hinterher. Ihr esst jetzt nur einen Apfel. Die Säure ist gut. Dann esse ja einen Apfel. Esch einen Apfel mit? Ich habe eine Banane, habe ich auch dabei. Ja, esch eine Banane. Der hast du aber einen ordentlichen Zorbelag, wenn du Bananen gegessen hast, euch im Moll. Oder kann das sein, dass du die Bananen ab und zu ins Ohr steckst? Weil morgen hat er einen Termin beim Ohrenarzt. Ja, ich muss morgen das Ohr haben. Da wird er durchgeblasen oder durchgespült? Eigentlich durchgespült, mit warmem Wasser. Das ist sehr angenehm. Eine halbe Stunde lässt es einwirken, hat sie gesagt. Ja, und ich sag das, kann sein, danach hörst du nichts mehr, weil alles so laut und so hell ist. Da bist du komplett verwirrt. Was hat's? Ich gehe der Schatzchen umher. Ja, die ist jetzt heimgekommen wahrscheinlich. Ah, dann ist Dings gewesen. Ja, weil ich hab, oder was ist das? Der Xasi ruft auch, wenn sie da ist. Nein, der Hanna, ich hab doch gewusst. Guck, von der Petra. Oh, der Joe ist so durch. Er ist so durch, was ist da nur noch gefallen? Nee, das ist aus dem Karton rausgerutscht, runtergefallen. Wie kann das rausrutschen, wenn der Karton richtig rum nachstellt? Der Karton hängt ein bisschen schief, deswegen. Warum hängt der schief? Weil er schief steht. Komm, ich stehe jetzt auch schief auf. Da steht übrigens Rose auf dem Karton. Was war denn da drin? Eine Rose? Gibt es jetzt Kartons für eine Rose? Das ist ja... Also toll, was es alles gibt. Ne? Übrigens, der Joe schwätzt immer, wenn er läuft. Ne? Wenn er also aufs Klo geht, schwätzt er die ganze Zeit. Gell? So, jetzt sind aber, komm... Tschüss zu den User. Ja. Sag nochmal Tschüss. Tschüss, Tschüss. Lauter. Zu allen. Lauter. Ich hab schon Tschüss gesagt. Was machst du jetzt mit der Zeitung? Das sind feine Würstchen drauf, hab ich gesehen. Wieso Würstchen jetzt Kuchen? Jetzt brauchst du was. Ah, du hast ja Chips mitgebracht. Aber jetzt kannst du den Geschmack nicht mit Chips nehmen. Nein, mach ich ja. Jetzt kommt erstmal ein Apfel. Du Leuchner. Natürlich esst die Chips. Jetzt essen wir einen Apfel. Das ist gut. Das ist die Säure. Das neutralisiert. Eben. Ne? So, also ich mach jetzt aus. Ja, mach aus. Darf ich ausmachen? Oder willst du schon was sagen? Ich hab nur gesagt. Also. Komm aus.